Die junge Tätowiererin Celine ist unverzüglich ins Studio gefahren, um Frank Zappe sein Wunschmotiv zu stechen. Der Tattoo-Liebhaber ist ein ehemaliger Stammkunde von Arnold und ist von Celines Arbeiten sehr begeistert. Heute allerdings gibt es gravierende Probleme. Man, heute bin ich aber wirklich ein Weicher, ich verstehe das nicht. Aber so wehgetan wie heute hat das noch nie. Oh, ich werd verrückt. Frank, ich habe schon die Stichtiefe verringert, aber ganz ehrlich, zwischen den Schulterblättern tut das nun mal weh. Das ist völlig normal, kennst du ja nun schon. Na gut, du wirst es wissen, du bist die Frau vom Fach. Mach einfach, ich will's fertig haben. Ich halte jetzt schon irgendwie, ich halte es aus, mach. Aber sag mal, Frank, hast du irgendwie eine Allergie, von der du mir nichts erzählt hast? Was, Allergie? Frag dich ja jetzt nun. Ich denke, bist du mal einfach weiter. Okay. Ich glaube, du hast es mehr drauf, als der Alter aus dir wird was. Einfach vor Kopf. Oh, hör auf, hör auf. Oh. Frank, was ist denn los? Frank, was ist mit dir? Kann nicht mehr. Ich glaube, ich habe einen allergischen Schock oder so. Ich brauche einen Notarzt. Oh. Ja, warte, ich rufe ihn schnell. Mach schnell. Wird schwarz vor uns. Celine Osthaus Chef und heimliche Affäre Arnold Raven wird in seinem Tattoo-Studio ermordet. Celine erbt das Studio und steht unter Mordverdacht. Drei Tage später erleidet Stammkunde Frank Zappe beim Tattoo-Stechen von Celine einen allergischen Schock. Deshalb wird die Tattoo-Künstlerin zur Befragung auf die Polizeiwache gebracht. Anwältin Ulrike Tasic vermutet jedoch, dass jemand gegen ihre Mandantin intrigiert. Frau Tasic, wie geht es Frank? Ja. Also die Ärzte wissen ehrlich gesagt noch nichts Genaues. Auf dem Rücken des Kunden sind Hautfetzen verätzt worden. Und die versuchen jetzt die Ärzte nach und nach abzutragen. Also es ist gut, sie haben gut reagiert insoweit, als sie sofort gehandelt haben und mit kalten Bandagen die Wunden versorgt haben. Also das war auf jeden Fall richtig und es hat geholfen. Ist es denn sicher, dass es von der Tätowierung kam? Da sind sich die Ärzte leider einig, ja. Das ist so. Ja, und der Kunde hat natürlich auch Strafanzeige wegen Körperverletzung erstattet. Also bin ich daran schuld? Habe ich im Stress irgendwas vergessen zu überprüfen? So weit sind wir eigentlich noch nicht. Also es wird zurzeit noch die Tinte und auch die Tätowiermaschine überprüft. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass ich alles überprüft habe. Ich meine, ich benutze immer frische Nadeln, ich desinfiziere die Gegenstände richtig. Wenn ich dort keinen Fehler gemacht habe, woher kam es dann? Vielleicht will sich jemand sabotieren? Wie bitte? Wer hätte davon einen Nutzen? Tja, ich meine, gut, Nutzen. Nicole Raven hätte eigentlich keinen Nutzen davon. Aber es ist natürlich so, dass sie sich vielleicht an ihnen rächen will, ja? Weil sie ja schließlich den Laden geerbt haben. Sagen Sie, ist das denn eigentlich überhaupt denkbar, dass man das Werkzeug so manipuliert, dass sowas passieren kann? Ich bin mir nicht sicher. Also ich weiß es nicht. Aber vielleicht findet die Polizei ja bei der Überprüfung der Geräte irgendwas heraus, was... Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht. Ja, okay. Also ich denke, wir machen jetzt erstmal Schluss. Es war ein langer Tag für Sie. Sie fahren jetzt mal nach Hause und ruhen sich aus. Wir werden uns dann am besten morgen noch mal im Tattoo-Studio treffen. Und dann werden wir noch mal in Ruhe darüber sprechen, ja? In Ordnung, einfach schön. Ich werde Ihnen jetzt mal ein Taxi rufen und dann gucken wir morgen weiter. Gut. Schön, ja. Prima. Ich kann gut nachvollziehen, dass bei Frau Osthoff allmählich die Zuversicht schwindet. Ob ihr Werkzeug tatsächlich manipuliert wurde, das lässt sich ja aufklären. Und wenn dem so ist, dann wäre das für uns sogar von Vorteil, weil es ja unsere These bestätigen würde, dass jemand dieses Verbrechen meiner Mandantin in die Schuhe schiebt. Am nächsten Tag will Anwältin Ulrike Tasic das Arbeitsmaterial ihrer Mandantin überprüfen und trifft sich dafür mit Celine im Tattoo-Studio. Die 28-jährige Künstlerin arbeitet immer sehr gewissenhaft und kann sich Franks Unfall immer noch nicht erklären. Ich wollte mich erstmal für gestern nochmal bedanken. Ich war ganz schön fertig. Aber ich hab mir nochmal Gedanken drüber gemacht. Und ich bin definitiv sicher, dass ich nichts falsch gemacht habe. Ja gut, dann kann ja eigentlich das Problem nur am Werkzeug liegen. Wissen Sie, was könnten Sie mir mal einen Gefallen tun? Könnten Sie mir einfach mal erklären, wie man tätowiert? Wissen Sie, ich habe überhaupt gar keine Vorstellung davon. Damit ich einfach mal verstehe, worin das Problem liegen könnte. Ist überhaupt kein Problem. Ich zeige Ihnen das am besten gleich an den Instrumenten. Ja? Ist mir nett. Tätowiererin Celine hat sich in 8 Jahren Berufserfahrung einen Namen gemacht. Jeder Handgriff sitzt. Zuerst wird die Stelle rasiert, dann desinfiziert und schließlich die Konturen des Motivs mit einer Vorlage aufgemalt. Dabei ist Hygiene für sie das höchste Gebot.
Dann kommen wir zu dem wichtigsten Teil, die Nadeln. Wie Sie sehen, haben wir eine Menge Nadeln. Und da ist es halt wichtig, dass wir bei jedem neuen Tattoo immer eine neue Nadel nehmen und im Anschluss die Nadel wegschmeißen. Boah, und die Farben, die benutzen Sie? Ich meine, sind das denn Naturfarben? Das sieht ja wild aus. Sind die nicht giftig? Nein, dafür investiere ich viel Geld, weil sie hochwertig sind und total unbedenklich. Also da müsste ich mir keine Sorgen machen bei den Farben. Okay, aber dann verstehe ich immer noch nicht, warum haben Sie dann diesen Desinfektionsbehälter hier, dieses Ultraschallbad, wenn doch alles hier so toll ist und sauber ist? Wofür ist das notwendig? Also dort lege ich meine Griffstücke rein. Mehr nicht. Also Tanja zum Beispiel reinigt das alles mit Formaldehyd. Gut, aber dann kann doch eigentlich das Problem nur am Werkzeug, also an den Nadeln oder an der Farbe liegen. Weswegen dieser Kunde da zusammengebrochen ist. Also wir müssen einfach jetzt auf die kriminaltechnische Untersuchung warten. Apropos, Herr Kowalke. Herr Kowalke? Mensch, ich schmeiße seit Tagen den Laden hier alleine. Kommst du auch irgendwann noch mal wieder? Es tut mir leid, ich will das auch alles nicht. Aber ich kann es gerade nicht ändern. Solange wir nicht wissen, ob wer Arnold umgebracht hat, habe ich keine Ruhe. Und ich muss mich um die Sachen kümmern. Wir müssen jetzt los, wir müssen zur Polizei. Was, wollen die mich schon wieder einkassieren oder was? Nein, nein, es geht nicht um eine Vernehmung. Die haben irgendwelche neuen Erkenntnisse. Darüber wollen die mit uns sprechen. Deswegen sollten wir jetzt gehen. Tschüss. Ciao. Es tut mir leid, alles klar. Ich verstehe natürlich die Sorgen meiner Mandantin nach den Erfahrungen, die sie mit der Polizei gemacht hat. Und nach diesem rätselhaften Anruf von Herrn Kowalke, na gut, der trägt auch nicht gerade zum Vertrauensgewinn bei. Aber ich hatte ehrlich gesagt eher den Eindruck, als bräuchte er unsere Hilfe. Na, jetzt werden wir mal sehen, was er von uns will. Komm, gib auf, sag mir mein Verstand. Anwältin Ulrike Tasic begleitet ihre Mandantin Celine zur Polizeiwache. Doch dieses Mal ist es keine Vernehmung. Kommissar Kowalke hat neue Erkenntnisse über den Tod des Tätowierers Arnold. Ich habe hier schon den Obduktionsbericht vorliegen. Und wie erwartet ist Herr Raven an einem Genickbruch gestorben, nachdem man ihn von hinten niedergeschlagen hatte. Viel interessanter ist allerdings etwas ganz anderes. Die Tattoos vielleicht? Ich meine, ich hatte Sie ja gestern angerufen. Ne? Ich wollte ja unbedingt die Leiche noch mal sehen. Weil mir sind auf den Fotos der Leiche am Tatort ist mir schon so ein seltsamer Fleck aufgefallen. Das lässt mich einfach nicht in Ruhe. Ja, dann wird Sie das sicherlich interessieren. Diese Flecken sind dem Opfer posthum zugefügt worden. Posthum, das heißt, das Opfer war bereits tot? Richtig. Offensichtlich hat der Täter versucht, durch sein Einwirken ein anderes Tattoo abzudecken. Eines, das ihn wahrscheinlich mit dem Opfer in Verbindung gebracht hätte. Vermute ich mal. Wie kann ich da jetzt helfen? Ja, das klären wir vielleicht drin. Okay. Ja? Frau Osthoff, Sie haben doch bestimmt den Herrn Raven schon mal oben ohne gesehen. Und kennen daher seine Tattoos. Können Sie mir vielleicht sagen, was für ein Tattoo der Herr Raven auf seiner linken Brust hatte? So in etwa Höhe des Herzens. Ganz ehrlich, das ist gar nicht so leicht. Also, wenn ich recht überlege, war da ein Drache und ein Krieger mit einem Schwert, aber mehr weiß ich nicht. Stand da vielleicht mal ein Name? Arnold hätte sich niemals wie ein Liebeskasper irgendeinen Namen auf die Brust tätowiert. So, nein. Haben Sie jetzt erhofft, dass der Mörder seinen Namen durchstreichen will, oder? Ja, wäre das so unwahrscheinlich. Also, das Tattoo steht mit Sicherheit im engen Zusammenhang mit dem Täter. Also, wie ein Partnermotiv vielleicht? Also jetzt kein Name, sondern eher ein Motiv wie Yin und Yang, Schlüssel oder Schloss, wo vielleicht eventuell der Täter das Gegenstück hat. Ja, ich denke mal, ich werde die Kriminaltechnik darauf ansetzen. Wenn Ihnen jetzt aber noch einfallen sollte, was Sie da vielleicht mal gesehen haben, eine vage Erinnerung haben, dann melden Sie sich bitte bei mir. Kollegin. Für deine Abteilung. Okay, danke dir schön. Oh, nicht schlecht. Ja, die gute Frau Raven löst gerade sämtliche Betriebskonten auf für das Studio. Was? Wie bitte? Ja. Ich habe der Bank nicht Bescheid gesagt, aber davon hat sie mir nichts erzählt, dass sie sowas tut. Ja. Ich werde mich darum kümmern, nicht? Brennt offensichtlich gerade mit ihrem Geld durch. Sie gehen jetzt am besten nach Hause. Ich gehe mit dem Kommissar zur Frau Raven und kümmere mich drum, okay? Ich werde sie dann informieren. Run, boy, run. This world is not meant for you. Gemeinsam mit Kommissar Kowalke und einer Beamtin will Ulrike Tasic Witwe Nicole Raven zur Rede stellen. Hat die Ehefrau ihren Mann etwa auf dem Gewissen und will sie deshalb flüchten? Sie treffen zunächst auf Putzfrau Maria. Hallo? Ach, da kommt schon jemand. Prima.
Guten Tag, mein Name ist Kowalke, Kripo Berlin. Wir würden gerne mit Frau Raven sprechen. Was ist denn los? Das würde ich gerne mit Frau Raven persönlich klären. Wer sind Sie denn bitte? Ich bin die Putzfrau. Sie sind die Putzfrau. Hm? Frau Raven ist aber gar nicht hier. Die hat mich gebeten, ihre Wohnung noch mal durchzuputzen, abzuschließen, weil sie in Urlaub gefahren ist. In Urlaub? Wissen Sie zufällig wohin? Nein, das kann ich Ihnen nicht sagen. Also sie hat vor circa einer Stunde zwei Koffer ins Auto gepackt und ist zum Flughafen gefahren. Flughafen? Aha, verstehe. Gut, dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Gerne, tschüss. Nicole befindet sich bereits auf der Flucht. Und Anwältin Ulrike Tasic hat eine Vorahnung. So, also, wir müssen unbedingt den Flughafen informieren. Wenn die Raven sich wirklich aus dem Staub machen will, dann erwischen wir sie am Check-in. Ja, ich rufe gleich mal an, welche Kollegen da in der Nähe sind. Ja, mach das mal. Frau Tasic, wir sind weg zum Flughafen, ja? Tschüss. Mit ihrer Flucht war uns Nicole Raven offensichtlich einen Schritt voraus. Aber diese Putzfrau, also ich sag mal so, das war doch einstudiert, so spontan. Ich glaub da nicht dran. Ich glaube, ich bleib noch mal ein Momentchen gerade hier stehen. Während Kommissar Kowalke mit Beamten den Flughafen nach Nicole durchsucht, observiert Anwältin Ulrike Tasic eine Stunde lang das Haus der Witwe. Sie hält die angebliche Flucht zum Flughafen für einen Trick. Und schließlich zahlt sich das lange Warten aus. Stopp! Stopp, Frau Raven, stopp! Bleiben Sie stehen! Sie kommen eh nicht weit. Verdammt nochmal, ich hab's eilig. Machen Sie das scheiß Tor auf. Sie bleiben jetzt stehen, das Tor bleibt zu. Die Polizei sucht nach Ihnen. Machen Sie bitte das Auto aus. Machen Sie jetzt sofort das Auto aus, geben wir den Schlüssel. Wollen Sie mir drohen? Ich will Ihnen überhaupt nichts. Ich will jetzt, dass Sie mir den Autoschlüssel geben. Sie kommen doch sowieso nicht mehr weit. Die Polizei sucht nach Ihnen. Der Wagen ist auf Fahndung ausgeschrieben. Das hat alles überhaupt gar keinen Sinn mehr. Geben Sie mir jetzt bitte den Autoschlüssel. Jetzt rufe ich jetzt mal den Kommissar an. Und in der Zeit, bis die Polizei hier ist, werden wir beide uns noch mal kurz unterhalten. Das dürfte vielleicht für uns beide von Vorteil sein. Sie bleiben hier. Herr Kowalke? Ja, hier ist Rechtsanwältin Tasic. Wir können vom Flughafen zurückkommen. Ja, ich habe die Frau Raven hier zu Hause. Ja. Ja, okay. Kommen Sie bitte schnell, ja? Ich halte Sie hier so lange fest. Okay, danke. So. Erzählen Sie mir mal bitte, wo Sie so schnell jetzt hier hin wollten. Warum hatten Sie es so eilig? Also, ich meine, Sie können sich doch vorstellen, Sie räumen hier systematisch die Konten meiner Mandantin vom Tattoo-Studio leer. Dann führen Sie die Polizei an der Nase rum und dann wollen Sie hier noch abhauen. Das wird doch nichts. Und das noch 4 Tage nach dem Mord an Ihrem Mann. Damit werden Sie doch zur Hauptverdächtigen in den Ermittlungen. Ich habe Arnold nicht umgebracht. Das ist eine Unverschämtheit, was Sie mir hier vorwerfen. Dann sagen Sie mir bitte, warum wollten Sie jetzt fliehen? Erklären Sie es mir. Haben Sie eine Ahnung, was eine Ladenzelle und eine Immobilie in der Innenstadt kostet? Ich habe jahrelang in Arnolds Tattoo-Studio geschuftet wie eine Irre, um endlich abzahlen zu können. Und jetzt? Jetzt hat diese Celine diesen Laden. Und mir bleibt gar nichts. Es ging also nur um Kohle, ja? Es ging Ihnen um Ihren Anteil. Es ging um Ausgleich für die Investitionen, die ich jahrelang getätigt habe. Aber das spielt jetzt sowieso alles keine Rolle mehr. Ich habe trotzdem noch eine Frage. Ihr Mann war doch Tattoo-Künstler. Sie haben, glaube ich, keine Tattoos. Oder haben Sie eins? Nein, und wenn dem so wäre, was geht Sie das eigentlich an? Das ist reine Neugierde. Ja, und jetzt? Sie sagten, Sie wollen mir helfen? Moment, ich habe nicht gesagt, ich will Ihnen helfen. Ich habe gesagt, wir wollen zusammen sprechen, weil es für beide von uns von Vorteil sein könnte. Und jetzt schauen wir mal, was da noch rauskommt. Jetzt warten wir aber beide zusammen hier, bis der Kommissar kommt. Haben wir uns verstanden? Ich hoffe, ja. Wenn meine Mandantin recht hat, dann müsste uns eine Tätowierung zum Täter führen. Frau Raven sagt ja, sie hat keine, deswegen kommt sie für mich eigentlich auch kaum als Täterin in Frage. Außerdem, das, was sie uns gerade so erzählt hat, da glaube ich einfach nicht, dass sie was mit dem gewaltsamen Tod ihres Mannes zu tun hat. Am nächsten Morgen berichtet Celine ihrer Kollegin Tanja aufgeregt, dass Nicole wegen Mordes verhaftet wurde. Beim Opfer hat der Täter versucht, ein Partner-Tattoo zu überstechen. Findet die Polizei dieses Tattoo auch bei der Ehefrau, ist Nicole überführt. Doch Anwältin Ulrike Tasic kommt mit neuen Erkenntnissen vorbei. Ja, und dann haben sie die Alte erwischt, wie die abhauen wollte mit dem Auto, ne? Oh, ich hoffe, bei der finden sie dieses bescheuerte Partner-Tattoo. Ja, keine Ahnung, wie das aussehen soll. Ich hoffe ja, dass die Polizei das irgendwie wiederherstellen kann oder so. Aber du, bei mir klingelt's gerade. Ich muss jetzt aufhören, ja? Okay, wir hören uns. Bis dann. Ciao. Frau Tasic, hallo, was machen Sie denn hier? Hallo, Frau Ostorf. Kommen Sie rein. Es gibt Neuigkeiten.
Wie Neuigkeiten gegen Nicole? Nee, ganz im Gegenteil. Nichts mit Nicole. Wie im Gegenteil? Ja, Nicole ist freigelassen worden. Und zwar hat sich der Verdacht des Mordes an ihrem Mann komplett zerstreut. Sie hat natürlich immer noch ein Motiv, aber es gibt überhaupt gar keine Hinweise und keine Beweise gegen Nicole. Und jetzt bin ich wieder die Hauptverdächtige? Das würde mich sehr wundern. Ich würde Ihnen gerne mal was zeigen. Können wir uns mal gerade setzen irgendwie? Ja, gerne. Kommen Sie mit ins Wohnzimmer. Also die Kriminaltechnik hat es, glaube ich, ganz gut geschafft, das Tattoo von Arnold Raven zu rekonstruieren. Da gab es ja verschiedene Farbpartikel und die hat man nach und nach abgetragen. Dann kam das hier zum Vorschein. Also so sah es ursprünglich aus. Ja, na klar, die Königskrone. Ich habe aber nicht gedacht, dass es ein Partnermotiv wäre. Aber da muss der Täter doch das Gegenstück haben. Das muss Nicole sein, hundertprozentig. Ja, Frau Raven hat definitiv kein Tattoo. Ja, aber wer soll es denn sonst gewesen sein? Wer geht dann in meine Tasche und legt diesen Faxausdruck da rein oder manipuliert die Geräte? Das kann doch nur sie gemacht haben. Es hat offenbar jemand in die Farben gemischt. Gucken Sie mal hier. Ihr Kunde ist ja nicht umsonst so umgefallen. Lesen Sie mal. Was? Formaldehyd? Oh Gott. Tattoo-Künstlerin Celine Osthoff steht unter Verdacht, ihren Chef Arnold Raven getötet zu haben, mit dem sie eine heimliche Affäre hatte. Doch Anwältin Ulrike Tasic hat entscheidende Beweise gefunden, um die wahre Täterin zu überführen. Dafür hat sie Kommissar Kowalke in das Tattoo-Studio bestellt, wo auch Tätowiererin Tanja Bülow arbeitet. Celine, was macht ihr denn hier? Das wollte ich dich auch gerade fragen. Warum wollen Sie sich denn an so einer Stelle selbst stechen? Das ist das Risiko doch gar nicht wert. Lassen Sie sich doch helfen. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Zeigen Sie doch bitte mal das Tattoo, was Sie sich da stechen wollten. Nein. Also, Frau Bülow, jetzt mal Schluss mit der Scharade hier. Zeigen Sie mir jetzt bitte Ihr Tattoo. Ja, machen Sie schon bitte. Nein. Machen Sie. Ja, hier, okay. Ach, was haben wir denn da? Eine Königinkrone, die unter einer Blume verschwinden soll. Was? Du hast die Königinkrone? Heißt das, dass du auch was mit Arnold hattest? Mann, nein. Wahrscheinlich war es so. Denn sie haben sich diese Tattoos nicht aus aller Freundschaft stechen lassen. Und da war noch mehr dahinter. Arnold Raven, der hat es nicht wirklich ernst gemeint mit ihnen. Nein, was wissen Sie schon? Ich glaube einfach, dass sie nach der kleinen Romanze die beiden gesehen haben, meine Mandantin und ihren Chef, wie die beiden turtelten. Und dann sind sie richtig eifersüchtig geworden. Und als sie dann gemerkt haben, wie tief die Zuneigung zwischen den beiden wirklich ist, da kam es zum Streit. Und das hat ihr Chef nicht überlebt. Stimmt das? Du hast mir das hier alles untergeschoben? Ich hab gedacht, wir wären Freundinnen. Mann, ich wollte Arnie doch eigentlich gar nichts tun. Nichts tun? Sie haben den Mann niedergeschlagen, Frau Bülow. Nichts tun sieht für mich ganz anders aus. Ja, das ist im Affekt passiert. Ich habe den Streit von den beiden mitbekommen. Und mir hat er auch immer so viele Versprechungen gemacht. Und er hat sie nie eingehalten. Nur Celine wollte er tatsächlich das Tattoo-Studio vermachen, ne? Ja, ich habe dieses scheiß Fax da gelesen und da hat es einfach bei mir Klick gemacht und ich bin durchgedreht. Ja, Frau Bülow, ich denke, wir haben genug gehört. Sie sind festgenommen. Nein, Mann, Celine, du musst mir glauben, ich wollte das nicht. Ich bin sehr froh, dass sich die intensiven Ermittlungen jetzt ausgezahlt haben und die Unschuld meiner Mandantin feststeht. Jetzt dürfte einer Übernahme des Tattoo-Studios eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Mein Job ist jedenfalls jetzt getan. Nach Beendigung der Ermittlungen ist Celine endlich rechtmäßige Eigentümerin des Tattoo-Studios. Stammkunde Frank Zappe hat sich auch gleich ein neues Motiv von seiner Lieblingstätowiererin stechen lassen. Eine Angelegenheit liegt Celine allerdings noch am Herzen. Was willst du? Mach's kurz. Ich hab wirklich wenig Zeit. Ich verstehe, dass du sauer bist, aber warte einen ganz kleinen Moment, warte bitte, ja? Du weißt doch noch, als ich mit Arnold darüber gesprochen habe, das Studio umzugestalten. Und ich meine, du wolltest daraus ja ein Café machen. Und ich habe gedacht, wir könnten unsere Ideen vereinen. Was meinst du? Ich meine damit, vielleicht könntest du meine Partnerin sein. Ich meine, der Laden ist viel zu groß für mich, um hier alleine zu arbeiten. Und ich habe gedacht, vielleicht könnten wir eine Hälfte Studio machen und aus der anderen Hälfte ein Café. Ist das dein Ernst? Ja, natürlich ist das mein Ernst. Ich meine, wir haben beide so viel hier reingesteckt und vielleicht bekommen wir dadurch beide viel zurück. Einverstanden. Wirklich? Machst du mit? Ja. Das ist super. Ich bin heilfroh, dass Nicole auf meinen Vorschlag eingehen will. Ich habe mich am Ende schon echt mies gefühlt wegen dem Erbe. Klar wird es zwar nicht einfach zwischen uns beiden sein, aber
Ich denke mal, dass wir das schon hinbekommen werden. 6 Wochen später eröffnen Celine und Nicole ihr Tattoo-Café und landen damit einen vollen Erfolg. Tanja Bülow wurde wegen Körperverletzung mit Todesfolge, falscher Verdächtigung und gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von 5,5 Jahren verurteilt.